Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial How to Hastabandha. Wie nutze ich die Hände in Yoga so, dass es sicher für deine Gelenke ist und dass gleichzeitig die Hände gestärkt werden? Also, das Wort Bandha bedeutet so viel wie fesseln oder bündeln. Wir wollen die Energie zusammenbringen, so zentrieren, dass die Energie für uns arbeitet. Und das passiert natürlich in der Mitte von der Hand. Was wir hier belasten, sind diese drei Punkte und die Fingerkuppen. Wie kann ich das üben oder wie kann ich das vorstellen? Wenn du die Hand auf der Matte auflegst und es richtig nutzt, wird es so aussehen. Das sind die drei Punkte, die du hast hier an der Hand und gleichzeitig auch deine Fingerkuppen. Im Idealfall natürlich auch diese Fingerchen hier, ja, ganz gut ausnutzen. Die werden dich auch ausbremsen, wenn du Balance hältst. So, wie entwickle ich aber dieses Gefühl von dieser gebündelten Energie hier in der Mitte? Dafür kannst du gerne einfach ein Tuch nehmen und wenn du da drauf die Hand legst, zieh es zusammen nur mit deinen Fingerkuppen. Dieses Gefühl, das du hier hast, solltest du auch dabei haben, wenn die Hand einfach auf der Matte oder auf dem Boden oder auf der Wiese oder wo auch immer du es probierst, passiert. Und dann bildet sich hier in der Mitte ein Hohlraum. Dort wird die Energie gebündelt. Ja, ich wünsche dir dabei viel Spaß. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über deine Kommentare, Likes und Sharing. Wenn du noch weitere Anregungen hast, schreib mich bitte an. Namaste.